Als Obmann des Weinbauvereins Stolzendorf begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer 10. Weindorfe hier im Kulturkeller und zum anschließenden Kulinarium. Besonders begrüßen möchte ich unseren hochwürdigen Herrn Pfarrer Pater Josef Swirkos. Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blute. Segne diesen Wein. Aber vielleicht auch ein wenig, dass Sie von dem Wasser. Ich habe jetzt hier Spritz, weiß ich nicht, ob alle Spritz trinken. Ja, sehr geehrte Fest- und Ehrengäste, liebe Stolzendorfer, liebe Weinfreunde und zu guter Letzt auch liebe Straninger Fangemeinde. Den Stolzendorfern ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ihr wart die Ersten unter den vielen Weindorfen, die mich eingeladen haben, und das freut mich sehr und bedeutet mir auch sehr viel. Gratulieren möchte ich euch zu 10 Jahren Weinkulinarium und Weintaufe. Das bedeutet 10 Jahre Tradition, Innovation, Engagement und Zusammenarbeit. Das ist nicht selbstverständlich und das ist etwas Besonderes. Denn 10 Jahre, das ist immerhin mehr als die Hälfte meines ganzen Lebens. Die Weintaufe ist Beginn und Ende zugleich. Auf der einen Seite geht das Arbeitsjahr der Winzer zu Ende und auf der anderen Seite beginnt ein neues Weinleben. Der Most wurde vom Sturm zum Staubigen und ist nun ein junger Erwachsener, der seinen Weg noch vor sich hat. Zum heurigen Weinjahr vielleicht noch ein paar Worte. Das heurige Weinjahr war geprägt durch einige Wetterkapriolen. Die einen klagen über Frost- und Hagelschäden, andere über Dürre und andere über zu viel Regen. Es war also regional durchaus unterschiedlich. Aber alles in allem war es ein sehr gutes Weinjahr, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Besonders nach dem letzten, eher mageren Jahr freuen sich die Winzer, dass die leeren Fässer nun endlich wieder gefüllt werden. Allen Weinfreunden wünsche ich viel Genuss und viel Freude mit dem heurigen Jahrgang und den Winzern viel Erfolg. Dankeschön. Ich darf Sie im Namen unseres Herrn Bürgermeisters Willibald Jordan hier im Kulturkeller sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich darf Sie von nah und fern herzlich willkommen heißen. Und ein herzliches Grüß Gott unseren Stadtpfarrer Sepp Schachinger. Sicher ist unser Bürgermeister mit seinen Gedanken jetzt bei uns. Wir wünschen ihm von dieser Stelle aus alles erdenklich Gute. Und ich habe eine Bitte an seine Frau Elfe, dass sie ihm von uns hier vom Kulturkeller die besten Wünsche und ganz herzliche Grüße übermittelt. Nun zu meiner Funktion. Ich freue mich, dass ich heute Weinpatin sein darf. Für den Repräsentationswein der Gemeinde, die Rathauszinnen. Nun kam mir vor ein paar Tagen die Idee, diesem Wein den Namen Rathauszinne Willibald zu geben. Dem Bürgermeister Willibald Jordan hatte vor ein paar Jahren, es war im Jahr 2003, diese Idee für unsere Rathauszinne. Nach dieser umfangreichen Begrüßung möchte ich mir das ersparen und möchte als erstes mich bedanken beim Stolzendorfer Weinbauverein und der Tourismusinformation Eckenburg für die Ehre, die mir zuteil geworden ist, als Pate des Weinjahrgangs 2011 aufzutreten. Ein Weinpate, der nicht aus der Politik kommt und auch sonst im öffentlichen Ranking keine Rolle spielt, ist bestimmt etwas ganz Neues. Wenn man sich umsieht, wie prominent sich die aktuellen Weintaufen abspielen, so kann ich mir meine Kandidatur nur so erklären, dass meine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Stolzendörfern und der ehrliche gemeinschaftliche Umgang miteinander eine wesentliche Rolle gespielt haben. Ich darf Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin um das Geschehen in der Kellergasse Stolzendorf umschauen und mich nur zum Beispiel bei der Erweiterung des Weinlehrpfades oder anderen Aktivitäten einbringen werde.
Nehmen Sie mich bitte beim Wort. Als Pate des großartigen 2011er Weines, einem Veltliner aus der Riede Zimmermandl, wurde ich animiert, eher etwas Humoriges beizutragen. Was sicher auch sehr schwierig sein kann, denn es rutscht manchmal wie der Wein in die falsche Kehle und bedeutet dann unendliches Husten. Ich persönlich bin ein Verfechter der Heilwirkung des Weines und stimme mit Hippokrates, der hat gelebt von 460 bis 377 vor Christus, überein, wenn er sich folgendermaßen äußert. Der Wein ist ein Ding, in wunderbarer Weise für den Menschen geeignet, vorausgesetzt, dass das Getränk bei guter und schlechter Gesundheit sinnvoll und im rechten Maß verwandt wird, übereinstimmend mit der Verfassung der einzelnen Person. Und das vor 2500 Jahren, sagt ein älterer, weißhaariger Herr. Also ich bin zutiefst überzeugt, nur dem Wein, den ich täglich trinke, verdanke ich, dass ich 85 Jahre alt geworden bin. Sehen Sie, mein Bruder hat sein ganzes Leben nur Milch getrunken und ist schon nach einem Jahr gestorben. Auch der alte William Shakespeare hat schon eine Ahnung gehabt von Stolzendorf und der Weinbauvereinigung, indem er bekannt gab, wer einen guten Tropfen liebt und auch ein klares Wort verdaut, dem kennt ihr Vertrauen, das ist eine ehrliche Haut. Für die großartige Leistung der Stolzendorfer Winzer und allen, die dazu beigetragen haben, einen solch hervorragenden Veltliner 2011 zu keltern, möchte ich meine Bewunderung und Anerkennung aussprechen und viel Erfolg mit diesem Wein wünschen. Heute, bei der 10. Patenschaft in der Kellergasse Stolzendorf, möchte ich stellvertretend für alle hier gelesenen Weine den grünen Veltliner 2011 aus der Riede Zimmermandl, gekeltert von Ludwig Maurer, auf den Namen der Herrliche taufen. Heuer gibt es diese Kombinationsveranstaltung das 10. Mal und dem wollen wir schon ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Diese Veranstaltung war immer erfolgreich, Brauchtum, Weintaufe, Weinsegnung, verbunden mit Kulinarik. Der Weinbauverein und der Tourismus Eckenburg feiern das 10-jährige Jubiläum dieses Festes. Und wir müssen uns ein bisschen selber feiern, das gehört dazu. Und so bitte ich Sie alle, vielleicht kann die Musikgruppe in das Happy Birthday einstimmen. Thank you.